Ja, nachdem ich dann am 15. Juli 1945 wieder durch das noch quiemende Radnutzungsteil gekommen war, die Bürgersteige waren noch voller Schutt und noch nicht abgeräumt und man kam nur die Hauptstraße entlang, bin ich am nächsten Tag gleich in die Backstube gegangen. Und wir haben eigentlich dann in der Zeit noch bis Ende September, ehe die neue Ernte mit ihrer schlechten Qualität, der noch im nächsten Jahr noch, wo wir dann den Stalin Kuchen gebacken haben mit der hohen Ausbeute in Form von weichen Teigen in Kastenform, die wir anfangs ja nicht hatten, die hat das Rolandwerk dann damals uns noch erst gebaut. Und dann hatten wir kein Öl zum Fetten, um das wieder rauszukriegen. Das wurde mit Kartoffelpulpe dann praktisch mit Wasser und Kartoffelpulpe, um das Brot wieder aus der Kasten zu kriegen. Und die meiste Zeit waren wir im Wald, um Holz zu machen, um den Backofen überhaupt heizen zu können. Und das Holz war oft so nass gewesen, dass wir das nachts in den Backofen rein schoben, damit es morgens wieder brannte. Es war manchmal ein Irrsinn, wenn wir nichts getan hätten. Dann hätten wir wahrscheinlich, wären wir leichter durch die Zeit gekommen. Aber das war die erste Zeit gewesen. 1946, Jugend sucht ja immer Jugend. Dann wurde ja auch wieder getanzt, Sportpalast, Stadtcasino und so weiter. Aber als Bäcker war man ja abends immer meistens müde und daher für das Lebensleben noch nicht geeignet gewesen. Da haben wir Fußball gespielt. Und das erste Fußballspiel war 1946 die Jugendmannschaft von Radnow gegen Tangermünde. Weiß ich noch, 2-0 haben wir das gewonnen. Aber so ist man dann durch einige Fußballjahre dann noch weitergekommen. Und 1951 kam mal ein Fußballspieler nicht zum Spiel und keiner wusste, wo er geblieben war. Das war Gerd Augtun gewesen. Gerd Augtun war Buchdrucker, Lehrling und muss mit irgendwas zusammengekommen sein. Wenigstens ist er bei Nacht, ohne dass seine Mutter das merkte, weil er auf dem Boden schlief, da am Weinberg, wo der Vater mal eine Druckerei betrieben hatte, der 1945 auch von Russen erschossen worden war, ist der verschwunden gewesen. Und nach der Wende habe ich seine Schwester dann konsultiert, ob sie und wie die Dinge liefen. Die Mutter hat über die Kirche damals versucht, Auskunft zu erholen und über Grotewohl und die Regierung der DDR, die es ja dann auch gab. 1958 bekamen sie dann Nachricht, in der Sowjetunion verstorben. Und die, die mit ihm verhaftet wurden, das waren mehrere Frauen, die kamen durch Adenauer wieder frei, als der in Moskau war. Die waren bis dahin in Workuta und haben überlebt und haben Gerd Augtun das letzte Mal in Bialystok an der Grenze gesehen. Gesehen, nicht gesprochen. Nachdem sie vorher hier in der Schützenstraße im Keller saßen, wurden sie in der Lindenstraße in Potsdam alle zum Tode verurteilt, haben Gnadengesuche eingereicht und sind dann in die Sowjetunion gebracht worden. Es ist anzunehmen, dass ein Gerd Augtun, der hatte eine lose Zunge, steige ich nicht ab, war Afrika gewesen, war ein bisschen älter wie ich, wie eben Jugend sich manchmal dummerweise praktisch artikuliert, dadurch auch da verstreckt wurde. Mehr weiß ich nicht. Seine Mutter war hier noch jahrelang bei der Post tätig und liegt auf dem Friedhof auch begraben. Und also war er vermerkt noch worden. Mehr weiß ich darüber auch nicht mehr. Die Schwester wohnte gerade rüber von der katholischen Kirche, aber ich komme nicht auf den Namen jetzt, wie sie ist. Ja, das sind so Erlebnisse. 1946 ging mit meinem Freund Manfred Mertens, später hier auch in der Kreisleitung tätig gewesen und so weiter. Aber wir waren von Kind an schon in der Schule. Ich habe mir immer, weil ich der Kleinste war, einen starken Freund gesucht. Das ist ja nicht verkehrt, nee. Wenigstens sind wir immer gut miteinander ausgekommen. Da gehen wir über den Weinberg am Bismarckturm vorbei, als ein Russe uns mit Pistole verhaftete und uns zur GPU abgeführt hat.
Sonntagnachmittag mitten durch die Stadt in guter Kleidung. Nachdem wir dort verhört und wahrscheinlich rumtelefoniert wurde, hat man uns abends wieder freigelassen. Bis wir bemerkt haben, worum sich drehte. Die haben da einen Posten hingestellt, weil angeblich das Wasser verschmutzt wurde oder vergiftet werden konnte. Wir waren weder auf dem Bismarckturm noch dran, da haben kleine Kinder haben um die Russen rumgespielt und naja, auf Deutsch gesagt, der Russe hat vielleicht auch gesagt, noch mal einen Grund, eine Stunde wegzukommen von da. Aber so kann man wo landen. Und mit mir ist im Prinzip nie ein Blumentopf in den ganzen Jahren zu gewinnen gewesen. Vielleicht kennen Sie auch mich noch von den Berufsgruppen her und so weiter. Ich habe immer nur dumme Fragen gestellt. Und für gewisse Dienste, ich kann nichts für mich behalten. Ich erzähle allen alles und habe mein Herz auf der Zunge. Hat Nachteile, hat Vorteile. Ja, wie gesagt, das waren die 50er Jahre, die berühmten. Man versuchte sich auch weiterzubilden und so bin ich dann auch mal über Pumpernickel einen Lehrgang habe ich da in Potsdam-Rehbrücke besucht. Auf der Rückfahrt in Starken, das war damals der Grenzbahnhof, man konnte mit der S-Bahnhof dann praktisch bis Spandau West fahren und dann über den Damm gehen und in Starken. Das hat er ja nicht beachtet, kam dann die Polizei und die guckte ja immer in die Ausweise oder ob welche Schuhe man anhatte oder sonst wie, ob die frisch waren oder ob die alten noch waren und so weiter. Unter anderem hat sie in den Ausweis meiner Frau geschaut, ob da hinten Punkte drin sind. Da wurden Punkte gemacht, das heißt, die hatten wir schon mal. Und in meiner, naja, Art. Ich habe gesagt, jetzt guckt er nach den unehelichen Kindern und das hat sie nicht auf sich sitzen lassen. Naja, bis Rathenow wusste ich wesen, wo sie wohnt. Ja, dann schrieb man sich und dann ist sie nach dem Westen abgefahren. Das war früher mal noch mal da, war sie auf der evangelisch-lutherischen Volkshochschule auf dem Hesselberg durch Freunde, da als Austauschschülerin. Und die suchten ja damals schon für die dortigen Bauern auch Frauen. Aber scheinbar muss ich doch der Richtige gewesen sein, die ist meinetwegen wiedergekommen. Ich müsste ja heute noch einen vaterländischen Verdienstorden dafür kriegen. Und jetzt haben wir nun schon 55 Jahre miteinander ausgehalten. So ist hinter jedem Menschen eine lange Geschichte. Und jeder könnte Romane schreiben, aber die besten werden nicht aufgeschrieben. Wegen des schlechten Gewissens. Ja, wenigstens marschierte ich ja schon auf die 30 zu und war sozusagen schon ein Überfälliger. Meine Freunde waren alle verheiratet, ich konnte überall schon Paten machen. Und so weit als Onkel, also ich onkelte im Grunde genommen. Hat aber auch einen Grund, ich hatte ja einen 16 Jahre jüngeren Bruder, mein Vater hat die Hälfte seiner Substanz damals verloren gehabt, um erst wieder eine Basis zu finden und praktisch den Staffelstab weiterzugeben, mussten erst die Jahre vergehen und das geschah dann 1960, wo wir dann das Geschäft übernahmen. Aber vorher hatten wir unser erstes Kind noch verloren, denn nachdem wir, sagen wir uns erntedank fürs verlobt haben und im Februar heirateten. Und wie gesagt, so war der Anfang nicht gleich alles auf Rosen gebettet. Man muss dabei auch bedenken, dass man im eigenen Haus hier, meine Eltern, nicht so viel zu sagen hatten. Wir haben praktisch 3 und 4 Generationen in 4 Zimmern gelebt. Dadurch, dass wir alle gearbeitet haben zu verschiedenen Zeiten, musste das alles irgendwie klappen. Ob heute junge Frauen und Mädchen sich dazu bereit erklären würden, darüber zweifle ich. Aber das ist die Generation, die damals dadurch geprägt wurde und eigentlich als Gnade vielleicht
heute goldene und andere Hochzeiten feiern darf. So, das war bis 1960 jetzt. Danach wurde uns dann der Detlef noch geboren und später, 5, 6 Jahre später, der Olaf. Wir haben sie beide groß gekriegt und Kopf hoch zu vernünftigen und anständigen Menschen erzogen. Wobei ich den größeren Part dann bei meiner Frau. Die hatte besser im Griff, aber Jungs und Mütter kommen besser klar. Und da muss ich mich nun an die Schwiegertöchter halten und versuchen, mit denen klar zu kommen. Ich hoffe, ich schaffe es. Unter Aufsicht meiner Frau. Ja, die Dinge waren dann. Ich habe 17 Jahre bei meinem Vater erst gearbeitet und dann war der noch 17 Jahre bei mir und wir kamen immer beruflich und fachlich miteinander klar. Wobei ich allerdings bemerkte, mein Vater hatte als Hobby sein Rezeptbuch. Also er war im Gänsefüßchen unter meinen Begriffen, vielleicht kann man das so nennen, Fachidiot gewesen. Er hatte kein anderes Hobby. Ich habe mir dann ein anderes Hobby gesucht. Wollte mir einen anderen Horizont verliehen hat. Ich hatte Münzen gesammelt und durch Münzsammeln mehr Geschichte und Politik und viel anderes begriffen. Bis heute, wo daraus meine Erkenntnisse gesammelt wurden, es gibt nichts Neues auf der Welt, alles schon mal da gewesen. Und das Leben ist immer ein Kreislauf, es muss bloß lange genug die Zeit vergangen sein, damit die Leute das Böse vergessen haben, um wieder neu reinzufallen. Und da sind wir jetzt hier gelandet. Ja, dann kam ohne die Krankheit meiner Frau und ohne meine Mutter kam ich über gewisse Zeiträume wohl kaum hinweg. Also auch die Hilfe muss ich dann noch dankbar erwähnen. Aber wenn ewig nichts gewesen war, kommt dann manchmal vieles auf den Haufen. Todesfälle, Schicksalsschläge und so weiter, Zeitgeschehen. Und der Begriff meiner Frau war immer, da müssen wir durch. Also man darf sich nicht aufgeben, erst wenn man sich aufgibt, hat man verloren. Ich denke immer noch an Spruch meiner Großmutter, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt man irgendwo ein Lichtlein her. Das sind so Sprüche, die als Kind an der Wand hingen bei den Großeltern und die unbewusst uns alle mitgeprägt haben. Ja, dann haben wir dadurch, dass dann Mutter verstarb, meine Frau die Krankheit hatte und so weiter, haben wir 1988 dem Sohn das Geschäft übertragen. Der Zweite hatte noch Bäcker gelernt, wo wir schon nicht mehr mit gerechnet hatten, weil wir dachten, als letztes Mal das Licht auszumachen. Ja, und dann musste das irgendwie weitergehen. Ja, und da muss man dann auch, wenn man sich zurücknimmt, das erfordert auch eine gewisse Lehrzeit, damit alles seinen Weg geht und man muss so Vertrauen zu dem haben. Man ist auch nur ein Glied in einer Kette, wenn man bei derselben Kette bleibt. Sonst muss man einen neuen Anfang versuchen. Und wir hoffen, dass am Ende doch einvernehmlich richtig gemacht haben, loslassen zu können und da zu sein, wenn man gefragt wird und gebraucht wird.